Prominent ist sie gelegen, die Stadtpfarrkirche mitten in Miesbach. Der Ort in Oberbayern ist überwiegend katholisch und trotzdem war diese Kirche im 16. Jahrhundert eine evangelische. Es gab die kleine Grafschaft vom Grafen zu Maxl Rhein, die ist evangelisch geblieben für 24 Jahre lang. Und hier waren Menschen, die ihren evangelischen Glauben leben wollten und denen das wichtig war. Die das Abendmahl in beiderlei Gestalt gefeiert haben und die am Schluss aber durch den bayerischen Herzog mit Zollschranken und wirklich harten Bandagen wieder katholisch gemacht wurden. Bei einem Rundgang durch Miesbach kann man solche historischen Highlights erfahren. Die evangelische Gemeinde hat zusammen mit der katholischen und dem Museumsverein recherchiert und kreativ gearbeitet. Wir haben einen Flyer gedruckt, wo die Leute quasi eingeladen werden, einen Weg zu gehen, wo sie an diesen Orten vorbeikommen. An diesen Orten sind Stelen aufgestellt, das sind so Holzbretter und da haben wir historische Informationen draufgeschrieben. Und die Stelen sind zusätzlich noch auch künstlerisch gestaltet. Also man sieht immer etwas, eine Malerei, die passend ist zu dem Inhalt des historischen Ortes. Durch die ganze Stadt führen blaue Fußspuren, die den Rundweg gut markieren. Zur Eröffnung des Rundwegs sind viele Interessierte gekommen. Theaterstücke von Berufsschülerinnen machen die Geschichte lebendig. Beispielsweise die Begebenheit, dass sich in der NS-Zeit evangelische und katholische Frauen zusammenschlossen. Sie protestierten dagegen, dass die Kreuze aus den Schulen verbannt werden sollten. Ich sehe schon, da ist Hopfen und Malz verloren. Ich finde es einfach gut, dass sie damals schon die Frauen in so einer schweren Zeit praktisch zusammengetan haben und gemeinsam für ihren Glauben gekämpft haben und einfach dafür gekämpft haben, dass die Kreuze wieder aufgehängt werden in die Klassenzimmern. Und ich finde, das zeichnet sehr starke Frauen auf, die einfach sehr viel Mut gehabt haben. Und da bin ich echt stolz drauf, dass ich halt eine von diesen Frauen spielen habe dürfen. Einerseits ist das Besondere, dass es ein ökumenischer Akt war. Man hat sich hier ganz unkompliziert, unkonventionell zusammengetan. Eine Hauptinitiatorin war die evangelische Pfarrersfrau, die Frau Neunhöfer. Es haben sich aber auch die katholischen Ordensschwestern beteiligt. Und das zweite Bemerkenswerte war eben, dass es ein Widerstandsakt war im Dritten Reich, der so in der Art auch mit Gefängnis oder schlimmeren Strafen hätte geahndet werden können. Auf die gute Gemeinschaft zwischen Evangelischen und Katholischen in Miesbach ist man stolz. Es ist inzwischen eine sehr lebendige Kooperation zwischen der katholischen und der evangelischen Gemeinde, die gemeinsam auf dieses gemeinsame Erbe gucken, einfach weil wir heute ein sehr lebendiges ökumenisches Leben hier haben. Das große Thema des historischen Rundwegs ist die Reformation. Deshalb steht der Stadtführer bei der Eröffnung auch im Lutherkostüm vor den Besuchern. Ihn kann man als Gruppe jederzeit buchen. Seit 10 Jahren bietet Alexander Langhalter über das Tourismusbüro Führungen an. Das macht mir eigentlich sehr viel Spaß, weil ich einfach auch in Miesbach schon aufgewachsen bin und dadurch auch viele Leute hier kenne und viele Geschichten kenne. Und es macht mir sehr viel Spaß, auch viele Anekdoten zu erzählen. Der Eröffnungsgang des Rundwegs ist auf jeden Fall schon mal gelungen. Mir hat es total gut gefallen und gefällt mir auch, weil ich es erstens hochspannend finde, wer alles so diese Stelen gestaltet hat und da mitgemacht hat und wie unterschiedlich die geworden sind. Und vor allen Dingen auch, weil ich es schon klasse finde, dieses Stück Geschichte, was Miesbach evangelisch macht, auch mal hervorzuheben, weil das, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist, so mitten im tiefsten Oberbayern in der Diaspora. Den kann man ganz locker mit Kindern machen, da kann man ganz einfach durch Miesbach gehen und kann einen Haufen Orte in Miesbach bewundern. Und gerade mit den Stelen sind halt immer wieder Informationen, die man selbst als eingesessener Miesbacher vielleicht nicht mehr weiß oder verdrängt hat. Also sehr zu empfehlen. Nicht nur für Touristen, sondern auch für die Einheimischen. Bis zum Reformationstag am 31. Oktober kann man den präparierten Weg gehen. Den Flyer bekommt man vom Tourismusbüro oder den Pfarrämtern. Damit erfährt man die spannende Geschichte von Miesbach, die sich fast anhört wie die des gallischen Dorfes bei Asterix. Eine evangelische Enklave mitten im katholisch geprägten Oberbayern.